Im Juli 70, da sind wir abgereist und sind dort angekommen, wo man's Lechfeld heißt. Dort begaben wir uns auf einen Lagerplatz, wo man's ja denkt zurück an seinen Schatz. Und im Lechfeld war man schon den dritten Tag. Da hast es immer exerzieren mit Sack und Pack. Da hat's auch jeder geschulden, es soll's der Teufel holen. Wenn's nicht bei weitergeht, da bleiben wir's nicht. Endlich kam nun der Befehl, jetzt müssen wir weiter schnell. Wohl auf der Reisenbahn, bei 40.000 Mann. Da sind wir gefahren bei Tag und Nacht, das alle Wagen haben gebracht. Wohl auf das Frankreich fuhr, mein lieber Bub. Wir mit Stuttgart uns angekommen, da haben sie uns gut empfangen. Da haben sie uns Bier und Wein in alle Wagen rein. Da haben wir alle mit zusammen in großen FIFA gekippt. Und jeder hat sein Helm in die Luft aufgekippt. Und von Stuttgart weg, da fahren wir nur ein Strick. Also eine dritthalb Stunde, ja, wenn es nennen könnte. Es war eine schöne Stadt, ich weiß ja selb nicht grad. Da haben wir ein Schwein gekriegt, das nimmt nichts mit. Jetzt fällt mir ein, das Nest, das ist halt Bruchsal gewesen. Da, was sie uns aussahen von der Reisenbahn, da haben sie uns weitergejagt. Jetzt was sie marschieren, haben sie gesagt. Da haben wir Gesichter gemacht, wie's gute Nacht. Von da nach Germersheim, da haben wir biwagiert. Und den anderen Tag, da sind wir wieder abmarschiert. Von da nach Weißenburg, dies ist eine schöne Stadt. Da war's zum ersten Mal gerappelt tot. Von 1 Uhr Nachmittag, da geht es Schlag auf Schlag. Da fallen auf beide Seiten eine große Menge Leid. Und die schwarzen Turkos, was die Wilden sind, die müssen uns Kicher haben, was Kaffer sind. Ja, es ist gewiss kein Spaß, wer die Geschichte selber weiß. Oi, weil bei Ring und Wind draußen auf die Felderlin, zissen oft aufzwingen, wenn man so nahe denkt. Und die Schwadron dazu, elend was nur. Der Napoleon ist ein Schimpfsprickel, an Nosen hat er wieder 50er Wickel, an Mai hat er wieder Ofenloch, aber Herr, wann haben wir ihn durch?